Aber das sieht anders, oder? Ja. Ein bisschen Chili drauf gemacht. Stark. So, jetzt sind wir hier. Taklamakan. Wir gehen uigurisch essen. Ja, Mann, das ist ein schöner Laden mit Galerie hier oben. Jetzt gerade in der Baustelle, aber jetzt schauen wir mal, was auf uns wartet. Nichts gegessen abends? Ja, ich habe heute auch noch nichts gegessen. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Hier, wir sind am Isator auf jeden Fall. Und ja, uigurisch. Kommt aus der westchinesischen Region, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist links von der Mongolei ungefähr. Es ist ein Türkenvolk quasi, eigentlich und nicht eigentlich immer noch. Jetzt schau mal, was hier auf dem Teller landet. Ja? Ich bin sehr gespannt. Kesem, Legman. Also, die haben auch selbstgemachte Nudeln hier, weiß ich. Mhm, das habe ich auch gelesen. Ja. Auch ohne Schaf möglich. Für drei Leute 40 Euro, ja, ist okay. Noch. Oh, wie es hier riecht. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir da sind, ja. Ist ein Bleibnamen, oder? Ja. Bisschen zu spät jetzt, aber... Okay, wir gehen hoch. Ja, ich würde sagen, hier... Ja, man sieht, es ist ein schicker Laden. Es ist auf jeden Fall was los. So, hier eine kleine Story über den Laden. Das heißt, es gab hier früher einen Laden am Hauptbahnhof, auf jeden Fall, habe ich hier gerade gelesen. Und jetzt dann mittlerweile am Isator haben sie dann einen neuen eröffnet. Hier war auch Kitchen Impossible, war hier schon. So, wir haben die Eierstichsuppe. Ja. Ist ein bisschen juicy hier, schon gespitzt. Und wir haben, eigentlich schaut es aus wie Gyoza. Aber es sieht anders, ne? Es sieht echt aus. Ja, es sieht anders, aber Rindfleisch in Teigfüllung. Ja, Rindfleischfüllung in Teig, so. Ich verbrenne mich gerade so gleich so hart, ne? Das sehen wir gleich. Und heiß. Ist aber nice. Ist nice? Mhm. Ja. Ganz klassisch mit dem Eierstich halt. Relativ zähflüssig. Und so ein bisschen Zitronengras mit drin. Ja. Das ist geil, ja. Aber ich tue mir da auch ein bisschen scharfen Soden rein. Warum macht der das scharfen rein? Also wenn du eins willst, gell? Ja, ja. Erstmal du. Der baut der Haut, weißt du? Der baut der Haut, ja. Das Gyoza. Schmeckt ein bisschen orientalischer als normale Gyoza, ja? Und auch ein bisschen frisch, irgendwas mit Limette. Aber gut. Ist auch nur gedämpft und nicht gebraten, aber gut. The old way. Sind die Chili-Tropfen. Chili-Todestropfen. Machen wir mal hier auch was rein. Und dann Soja. Ja. Oh ja, danke. Oh ja, oh ja. Okay. Der Ausdruck von Satan. Gibt es schon mal zur Sicherheit. Ist noch ein bisschen Sojasauce übrig, der Rest ist Chili. Endlich mal was Power hat. Boah, das, ja, das hat Power, ja. Basmati-Reis, gebratener Rindfleisch, Grünzwiebel, Paprika und hier ist meine Soße. Das könnte gut kombinieren, glaube ich. Man könnte es auch kombinieren, ja. Also ich habe auf jeden Fall die Nudeln mit Rindfleisch und Gemüse und... Das sind die selbstgezogenen, ne? Selbstgezogene Nudeln, ja. Die sehen auch krass aus. Mit Fleisch, ne? Auch, ja, genau. Mit Rindfleisch, ja. Die wollen nicht loslassen, die sind al dente. Sehr gut, danke. Boah, geiler Teller. Schmeckt intensiv, ist aber nicht zu scharf. Schmeckt wild, eigentlich asiatisch, wenn ich es mal so in einen Begriff fassen darf. Haben die Leine ist auch die Zitronengras drin oder so? Nee. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber sieht gut aus. Auch schön viel. Aber ist so ein bisschen süß-sauer auf jeden Fall. Und die Nudeln sind echt einwandfrei. Schöne Nudeln. Die sehen auch echt geil aus. Juicy. Und jetzt hier. Rindfleisch, Reis. Oh, das ist geil. Das ist geil. Oh, oh, ist geil. Okay. Ich bin immer nicht so Fan von einfach Reisgerichten, was du im OEZ bekommst, so. Ja. Was den ganzen Tag aufgereicht ist. Aber dieser Reis ist crispy
Hat so einen leichten Sojageschmack mit dabei. Okay. Fast kein Fett, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ja. Aber ist geil. Ja, schau. Das ist überzeugend. Weil er hat am Anfang, er schaut eigentlich trocken aus von hier. Von dir, gell? Aber glänzt auch so schön. Das schmeckt gut. Ist auf jeden Fall ein anderer Reis, als ich erwartet hätte. Stark. Und noch ein bisschen Zug über dem Reis. Das passt ja nicht perfekt dazu, oder? Ein bisschen Eier. Ja. Geil. Das ist schön. Der Chili-Berg da unten. Ich habe ein bisschen Chili drauf. Den sehe ich jetzt erst. Ich habe ein bisschen Chili drauf gemacht. Für den Biss. Fazit hören, was sagst du? Mein Fazit, okay. Für das, dass wir keine Dessertkarte gekriegt haben. Für das und dafür, dass es eine relativ kleine Auswahl war, fand ich es eigentlich schon geil, bin ich dir ehrlich. Hauptsächlich, weil es so wenig Einzelbestandteile waren und dafür recht deftig war. Es war kein Standardreis, meiner Meinung nach. Stimmt. Diese Zitronengras hat richtig geil geschmeckt in diesen Sojareis mit rein. Die Eierstücke waren gut. Ich glaube, wir haben für Münchner Verhältnisse echt. Was sagst du für Münchner Verhältnisse? Ich habe meinen Arm noch, meine Uhr habe ich noch. Der Reis hat nur 12 Euro gekostet. Und das ist echt geil. Mal schauen, wie es nächstes Jahr ist. Aber ja, das stimmt. Also, komm vorbei. For real. Geile Lage. Ja, Mann, raus. Ja, du hast mir eigentlich alles vorweggenommen. Shit. Also das stimmt, die Karte ist etwas klein. Ich hätte eigentlich mit einer größeren Auswahl gerechnet. Aber für das, was sie drauf haben, finde ich es eigentlich völlig akzeptabel und völlig gerechtfertigt. Das hat sie auch alles selber gemacht. Die Nudeln sind selber von Hand gezogen. Das hat man auch geschmeckt auf jeden Fall. Das hat man auch geschmeckt, sehr gute Nudeln. Und von daher beschwere ich mich jetzt auch gar nicht, dass es nicht allzu viel auf der Karte gibt. Also ich war auf jeden Fall begeistert. Das haben wir leider kein Dessert gekriegt. Ja. Müssen wir wiederkommen. In 3 Monaten, dann ist die Eismaschine auch kaputt. Aber die Vorspeisen, was ich auch so gelesen habe, die kalten Sachen, die Salate, hört sich sehr, sehr gut an auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall nochmal einen Besuch hier fahren lassen. So. Sind wir schon wieder hier, gell? Ne? Also dieser Tor, glaube ich, vor knapp 4 Monaten war der Tor. Ja, schon, ja, ungefähr. Ungefähr, ja. 4-5 Monate. War auch ein geiles Restaurant, dieses Beef Crew. Das Beef Crew war geil, ja. Das Beef Crew war hier. Ja, wir sind halt direkt am Isertor. Wir haben schon wieder Pech. Wir laden genau in Baustelle, wenn wir ankommen. Ist immer so. Ja, aber hat geschmeckt. Meine Worte. So, wir sind in der Ori Bar. Das ist die Hotelbar vom Mandarin hier in der Neuturmstraße. Ja. So, wir haben hier schwarzen Tee mit Kardamom und Apfel als Welcome Drink des Hauses. So, wir haben Old Fashioned Espresso Martini. Hat er gut gemacht. Schön abgestimmt. Ja. Mit dem Zucker mit der Orange. Ja, da oben Nummer 420. So, wir haben hier den, den Gucci Weihnachtsbaum. Da ist er mal ein Baum, ha? In meiner Spenderlaune habe ich das dem einfach mal ausgeliehen. Ja, okay. Das ist eigentlich nur zu meinem Zweithaus, aber ach so. Ich dachte mir, hey, das Mandarin hat sonst wenig in der Mitte. Ja, wir waren noch einen Cocktail trinken, ne? Aha. Props an Eckhart, ne? Wenn du das siehst. Genau, wenn du das siehst, mein Freund. Wiedergabe, ich mach Übergabe in der Liesenstraße, ohne Lizenz aus der Tiefgarage.